an diesem 13. September 2015 predige weiter über Hebräer 13, Vers 13, aber in Zusammenhang mit den anderen Versen. Hebräer 13, 13 klingt so. Aber zuerst unser Titel. Mein Titel heißt so: Die Söhne des Heiligen Vaters gefallen ihm zutiefst, indem sie zu dem Sohn seiner Liebe hinausgehen, um seine Schmach außerhalb des Lagers zu tragen. Hebräer 13, 13. So lass uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Wir gehen zu ihm hinaus. Wir verlassen die Gesellschaft der verlorenen Menschen dieser Welt, um außerhalb des Lagers, wo der Herr Jesus am Kreuz hing, wo er gelitten hat am Kreuz, wo er bestraft worden ist, wo er verhöhnt und verspottet worden ist, seine Schmach mit ihm zu tragen, sie zu erleiden. Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, etc. Ich habe gedacht, vielleicht soll ich mit einem neuen Thema anfangen. Wir haben so viele Male am Tag des Herrn über dieses Thema gepredigt in den nächsten Wochen. Aber der Heilige Geist hat mich dazu gefordert. Predige wieder da. Und dies deutet darauf, dass dieses Thema für uns sehr relevant ist. Weil in aller Welt werden Christen heutzutage verfolgt wie nie zuvor. In keinem vorherigen Jahrhundert sind die Christen so verfolgt worden. So, diese Botschaft ist so entscheidend, wir sollen absolut begreifen, worum es geht. Okay, erstens, warum werden die Christen so gehasst? Warum sollen sie so außerhalb des Lagers bleiben, aus der Gesellschaft dieser sündhaften Welt herausgeworfen? Warum werden sie so geschmäht und gehöhnt und verfolgt und gefoltert? Die Antwort, weil sie Gott dreieinig gehören, weil sie nicht von der Welt sind und weil der Heilige Sohn Gottes ewige Liebe sie für sich selbst und für seinen Vater aus der Welt heraus erwählt hat. Dies ist eine interessante Bibelstelle, oder? Wir lesen im Normalfall, dass der himmlische Vater seine Menschen auserwählte. Aber hier in Johannes, in dem Johannes-Evangelium lesen wir, weil ich euch aus der Welt herausgewählt habe, darum hasst die Welt euch. Der Herr Jesus hat uns aus der Welt herausgewählt. Was bedeutet dies? Lass uns ein bisschen darüber nachsehen. Dies bedeutet, dass wir nicht mehr zur Welt gehören. Wir gehören zu einem neuen Volk, zu einem neuen Vater. Die anderen haben den Teufel als ihren Vater. Dies lesen wir in Johannes 8. Die sage ich nicht, die sage der Herr Jesus, sagte er. Ihr habt den Teufel als euren Vater. Deswegen wollt ihr sein Wille tun. Tut ihr es auch. Ja. Wir haben jetzt einen neuen Vater, weil der Vater und der Sohn uns aus der Welt herausgewählt haben. Ihnen zu gehören. Um ihre Gegenwart zu genießen. Um das Liebesfestmahl, die geistliche erste Liebesfestmahl mit ihnen zu genießen. Aber damit wir völlig getrennt sein können, sein werden von der Welt. Weil dies war doch die ewige Absicht des Vaters. Lass ich euch schnell daran erinnern. Wir haben so viele Male darüber gepredigt. Wir haben uns so darüber gefreut. Epheserbrief Kapitel 1. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Wir lesen Vers 3, weil wir Verse 4 und 5 betonen wollen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja, unser Vater ist freigebig. Er will seine Liebe auf uns ausschütten. Wir sind
gesegnet worden mit seinem, mit dem Sohn seine Liebe, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Bevor ich weiter predige, ich habe gehört, es gibt jemanden, der nur Englisch versteht. Okay, dann sollt ihr mich informieren, weil wir verursachen, wir haben ein Amos 3, Vers 3 gehabt hier. Dann auf jeden Fall. Vers 5. Unser Vater hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Er wollte Söhne haben, weil er hat das Herz seines Vaters, wie niemand anders. Aber durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, nur dies hat ihm gefallen, dies gefällt ihm immer noch, um seine Söhne zu haben. Aber wie sollen sie sein? Warum hat er uns auserwählt mit seinem Sohn zusammen? Vor Grundlegung der Welt. Damit was? Vers 4. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Und dann eigentlich kommt ein Punkt, es ist verkehrt übersetzt worden. Nach dem Griechischen fängt es an. Deswegen haben die neue englische Übersetzung es in Ordnung gebracht. In Liebe hat er uns. Aber damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Punkt. Er wollte Söhne haben. Wie der Sohn seine ewige Liebe sein würde. Wie war der Herr Jesus, als er in dieser Welt drin war? Heilig und tadellos von den Sündern abgesondert. Völlig, vollständig. Und er hat auf diese Weise als letzter Adamsmensch Gott gefallen, als Vater, wie der erste Adamsmensch es nicht getan hat. Der erste Adamsmensch hat den Vater einfach missfallen, indem er gesündigt hat, weil er nicht durch den Teufel verführt worden war, sondern er wollte einfach seine Frau gefallen. Die Frau ist verführt worden, sagte Paulus, die Frau ist verführt worden durch den Feind, durch die Schlange. Der Mann ist nicht verführt worden, er wollte einfach seine Frau gefallen. Das ist immer noch unser Problem. Die Männer gefallen ihre Frauen anstatt Gott und Christus. Deswegen geht es so schlecht in der Welt. Deswegen geht es so schlecht in Christi Gemeinde. Sie hören mehr auf ihre Frauen als auf Christus. Mehrere. Aber Tatsache ist, dies wollte er von alle Ewigkeit her haben. Er hat uns auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Gott ist heilig, Gott ist Licht, kein Finsternis ist in ihm gemäß, 1. Johannes, Kapitel 1. Und deswegen hat er so einen Sohn bekommen, Jesus Christus. Der Gott war auch dazu, zusätzlich dazu auch noch Mensch geworden ist, gemacht worden ist. So hat er gelebt, so hat er gedient, so hat er gekämpft, so hat er gelitten außerhalb des Lagers. Völlig getrennt von der Sünde und von den Sünderen. Aber er sagt, mein Sohn braucht Leute, die ähnliche Söhne sind, die ähnlich handeln, die ebenso getrennt sind von der Sünde und von den Sünderinnen. Man kann nicht von der Sünde getrennt sein, wenn man nicht von den Sünderen getrennt ist. Aber ich meine nicht getrennt in diesem Sinn, dass wir nicht in demselben Raum mit den Leuten sind. Deswegen hat der Herr Jesus auch, deswegen hat Gottes Mann gesagt, wir sind in der Welt, wir befinden uns unter den Christen, wir wollen keine Mönche sein und uns von den Menschen trennen, räumlich, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind anders, während wir uns unter ihnen befinden. Nehmen wir nicht teil an ihre Sünden und leiden wir außerhalb des Lagers der Gesellschaft der verlorenen Menschen mit dem Herrn Jesus. Dies tun wir mit Absicht. Dies wird uns nicht nur angetan, dies tun wir. Wir
treffen die Entscheidung mit allen Begeisterung, mit allem göttlichen Eifer, dazu gefordert durch die Liebe des Christus, durch das Wirken des Geistes, durch das, den Heiligen Geist. Geh doch heraus, außerhalb des Lagers, seid getrennt von ihren Sünden, von den Sündern, von alles, was sie verkehrt tun. Sie dienen den Feind, sie dienen der Welt. Ihr dient Gott, dem Vater und Christus. Und deswegen leidet ihr so, weil der Teufel kann dies doch nicht erdulden, dass dies der Fall ist. Geliebte des Herrn, was lesen wir im 1. Johannesbrief? Ich denke nicht, ich soll alles nachschlagen. Wir haben so eine Menge von Bibelstellen. Wir lesen, dass Johannes gesagt hat, in seinem 1. Johannesbrief, Gott hat Kains Opfer abgelehnt, aber das Opfer seines Bruders, Abel, hat Gott akzeptiert. Dies war ihm ein Wohlgeruch. Aber dann wurde Kain nacheifrig of eifersüchtig. Gott hat mein Opfer abgelehnt. Er hat das Opfer meines Bruders Abel angenommen, akzeptiert. Und dann sagte ich werde ihn totschlagen. Er hat seinen Bruder so gehasst, dass er ihn totgeschlagen hat. Aber dann fragte der Apostel in dem 1. Johannesbrief, und warum hat er ihn getötet? Dann antwortete er so, weil die Werke seines Bruders gerecht waren, aber seine eigenen Werke waren ungerecht. Geliebte, erstens hassen wir sie uns, dies habe ich ausführlich behandelt letztes Mal, weil wir dem Herrn gehören. Der Teufel hasst uns, weil wir dem Herrn und dem Vater gehören. Und deswegen hassen die Leute, die ihm gehören, uns auch. Der Teufel treibt sie dazu an. Aber zweitens hassen sie uns so, weil wir gerecht leben, Gottes Gerechtigkeit schaffen, weil wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, gemäß Matthäus 5. Deswegen sind wir glückselig, weil der Heilige Geist sorgt dafür. Er hat uns doch neu erschaffen. Wir haben neue Herzen empfangen, eine neue Einstellung, eine neue Gesinnung. Und deswegen wollen wir so gerne gerecht leben, in dem gerechten Christus und in seiner Kraft. Wie er gerecht war und gehandelt hat, wollen wir sein und handeln. Wir sollen handeln, wie er gehandelt hat, wandeln, wie er gewandelt ist. So, lass uns absolut darauf bedacht sein. Aber Tatsache, weil wir so gerecht leben, indem wir, was Gottes Wort uns lehrt, was Christus uns sagt als seine Geburten und was unser Vater uns sagt als seine Geburten tun und nicht mit ihnen teilnehmen daran, um das Gegenteil zu tun, weil sie dienen dem Teufel, indem sie darauf verzichten, um zu tun, was hier geschrieben steht. Dies können sie auf jeden Fall nicht tun, weil sie Sklaven der Sünde sind. Und weil sie Gott und Christus nicht wahrlich lieben, sondern hassen. Sie werden uns nicht sagen, dass sie Gott hassen. Sie werden dies verleugnen, aber sie hassen ihn in der Tat. Weil der Herr hat uns gesagt, und unser Vater, die Leute, die seinen Willen nicht tun und Gottes Willen, den Willen seines Vaters, hassen ihn. Sie sind nicht mit ihm, für ihn und sie gehören ihm nicht. Sie werden angetrieben durch den Feind. Aber dann spüren sie, wir sind anders. Dann sehen sie Christus in uns, dann hasst der Teufel, was wir tun, dass wir Gott so dienen. Weil dann wird er daran erinnert, in dem Himmel habe ich die Chance gehabt, die Gelegenheit gehabt, um den himmlischen Gott und Vater zu dienen, aber ich war widerspenstig und rebellisch geworden. Ich wollte mich auf seinem Thron hinsetzen. Ich wollte regieren. Jetzt bin ich herausgeworfen, ich werde auf ewig leiden, ich werde auf ewig ungehorsam bleiben. Ich hasse Gott. Ich hasse seinen Sohn, ich hasse seine Menschen, weil jedes Mal, wenn ich sie anschaue, dann denke ich daran, werde ich daran erinnern. Sie handeln gerecht. Sie dienen ihrem Gott und Vater, indem sie ihrem Herrn Jesus nachfolgen, indem sie außerhalb des Lagers sich mit ihm befinden und in Solidarität mit ihm Gottes Wille tun. Himmlische
Brüder der himmlischen Berufung, lass uns doch wissen, der Feind wird uns immer mehr hassen. Über Jahrhunderten ist die Stadt gefunden. Dies ist mit Stephanus stattgefunden. Ihr kennt doch die Geschichte von Apostelgeschichte 7. Dies ist stattgefunden, indem die religiösen Leiter ihn gesteinigt hatten. Sie hatten wie wilden Tieren gehandelt. Dies hatten ihre Vorfahren auch gemacht mit den Propheten vom Alten Testament. Und dies ist stattgefunden mit Paulus. Er ist auch verfolgt worden. Aber bevor er verfolgt worden ist, hat er andere verfolgt. Solange er verloren war und er hat gedacht, dass er Gott einen Gefallen getan hat. Ich hasse den Nazarener. Diesen Namen Jesus hasse ich. Ich hasse seine Nachfolger, seine Jünger. Und ich lasse sie verhaften, ich lasse sie foltern. Aber als der Herr ihn neu erschaffen hat, konnte der Teufel die Christen nicht mehr durch ihn hassen, durch ihn verfolgen lassen. Dann ist das genaue Gegenteil, wahr geworden, blieb es wahr. Es blieb einfach wahr, dass er diente dann in der Kraft und in der Realität der Liebe des Christus, den Christen und Christus selber und auch dem himmlischen Vater. Kein Wunder deswegen, dass der Teufel ihn so angegriffen hat. Geschwister im Herrn Jesus, wir werden angegriffen sein, angefochten bleiben, weil wir sind getrennt von diesen Menschen, obwohl wir unter ihnen uns befinden und wir sind mit dem Herrn Jesus außerhalb des Lagers. Aber zu welchem Ziel und Zweck? Seine Macht zu tragen, zu erleiden. Seine Macht zu erleiden. Ich finde die so köstlich und schön. Seine Macht zu erleiden. Ich erleide nicht Macht, ohne dass ich Christi Macht erleide. Ich bin in Solidarität mit ihm. Ich folge sein Vorbild nach und er steht mir bei. Er trägt mich und er trägt mich durch, während ich für ihn leide, weil er hat für mich gelitten. Es ist als ob letzte Nacht, als ich die Botschaft vorbereitet habe, ich von diesen alten Bibelstellen wieder studiert hatte und dann wieder eine neue Betonung bekommen habe darauf. Das ist wieder denken beispielsweise an Galater Kapitel 2. An dem Galaterbrief Kapitel 2. Marion, so ein bisschen öffnen, damit die Leute nicht so wehen mussten, weil ich denke meine Gedanken ab. Galaterbrief Kapitel 2. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Gekreuzigt für die Sünde, nicht wieder für die Sünde zu leben. Ich bin der Sünde mit Christus gestorben. Und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Jeder wahre Christ kann sagen, Christus lebt in mir. Aber er lebt nicht auf dieselbe optimale Weise durch jeden Christ. Weil er lebt nur absolut optimal, wenn wir handeln, wie Paulus gehandelt hat. Gemäß dem Rest des Verses. Vers 20b, dies war sein Geheimnis. Was ich aber jetzt im Fleisch, in meinem Leib lebe, das lebe ich im Glauben, nämlich im Vertrauen an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Mit anderen Worten, alles, was er getan hat, als er für den Herrn gekämpft hat, als er im Gebet gerungen hat, als er außerhalb des Lagers für Christus mit ihm gelitten hat, seine Macht erlitten hat, hat er es nicht aus eigener Kraft getan, sondern im Vertrauen an den Sohn Gottes, der lebt, der auferstanden ist, der herrscht vom Himmel herab und auch in ihm herrschte. Aber er dachte die ganze Zeit daran, er hat mich geliebt, er hat sich selbst für mich hingegeben.
Deswegen gebe ich mein Leben für ihn hin. Gemäß 1. Johannes 4, 19 A und B. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Heilige Geist erinnert uns immer mehr daran. Er hat mich so geliebt, mit einem unbegrenzten Maß. Wie er dies gezeigt hat, er hat sein Leben für mich dahingegeben am Kreuz. Für mich hat er Gottes Zorn erlitten. Ist er so bestraft worden, aber dies hat er erlitten um meinetwillen. Und letzten Endes ist er für mich gestorben. Und auf diese Weise hat er gesagt, dass seine Liebe zu mir unbegrenzt war und immer noch ist. Deswegen reagiere ich auf eine ähnliche Weise. Ich liebe ihn deswegen mit einer Wiederliebe. Aber was sagt der Kontext uns? Dies hat der Heilige Geist letzte Nacht betont. Die Kombination. Zwei Realitäten sind untrennbar miteinander verknüpft. Wir leben im Glauben und wir geben unser Leben für ihn hin. Auch insbesondere während wir außerhalb des Lagers mit ihm leiden. Denken daran. Er hat für mich gelitten. Wie kann ich anders? Als mit allem Begeisterung, mit allem Eifer für ihn zu leiden. Gemäß der Apostelgeschichte gab es zwei Apostel, Jakobus und Johannes. Sie sind geschlagen worden durch die religiöse Leiter. Warum? Ihr habt wieder im Namen Jesu Christi gepredigt. Dies ist die größte Sünde. Ihr wisst doch, oder? Wir dürfen nicht mehr vom Herrn Jesus reden. Dies hasst der Feind. Ihr sollt schweigen. Von Jesus dürfen die Menschen nicht hören, dann könnten sie gerettet werden. Dann wird er verherrlicht, dann wird sein Vater verherrlicht. Deswegen wurden sie auch geschlagen. Aber dann, nachdem sie auch geschlagen worden sind, sind sie rausgeschickt worden. Dann lesen wir, sie waren so froh und dankbar, erfüllt mit Freude, wegen der Tatsache, dass sie das Vorrecht hatten, für seinen Namen Unrecht zu erleiden. Ich frage mich, gibt es noch solche Christen in Deutschland? Gibt es solche Deutsche auch? Solche Spanischsprachige und so weiter. Es gibt mehrere Geschwister hier. Als ich mit ihnen persönlich geredet habe nach diese Art von Predigt, dann habe ich gefragt, möchtest du gerne für den Herrn leiden? Oh Johann, ich hoffe, ich werde es schaffen können. Sie haben so ein bisschen ziemlich viel Angst und dies klingt nicht zu angenehm. Natürlich klingt es nicht angenehm. Denkst du, du wirst auch an dem Tag, wenn du für den Herrn geschlagen sein würdest und verhaftet und gefoltert, weil du den Namen des Herrn dich weigerst, um den Namen des Herrn Jesus nicht mehr zu verkündigen und sein Heil, das Heil in ihm und durch ihn, indem du das Evangelium verkündigst, indem du dich weigerst, darauf zu verzichten, dies zu tun. Denkst du, du wirst dich auch als herrliches, köstliches Vorrecht betrachten, für seinen Namen Unrecht zu erleiden? Okay, wenn du wahre Christ wärst, dann hast du mehrmals schon, obwohl du nicht verhaftet worden bist, warst du mehrmals mit ihm eigentlich so zu sein, die ganze Zeit lang außerhalb des Lagers, hast du sein Schmach erlitten. Am Arbeitsplatz, zu Hause, deine verlorene Ehefrau oder dein verlorener Ehemann hat dich leiden lassen. Oder verlorene Menschen, weil du nicht mit ihnen einverstanden sind. Es gibt Leute, die Kinder hassen die älteren Sohn, was sie tun, indem sie dem Herrn dienen. Sie wollen nicht an den Herrn Jesus erinnert werden. Sie leiden so, die Leute sind so getrennt zu Hause. Ein Schwert herrscht in dem Haus, in der Familie. Dies ist Gottes perfekter Wille. Dies ist Gottes vollkommener Wille. Er ist gekommen, hat er gesagt, um diese Trennung zu bringen und Krieg zu bringen in dem Haus. Der Mann dient dem Herrn und leidet für ihn, die Frau nicht. Oder anders. Hast du es als dein köstlichstes Vorrecht betrachtet? Im Licht, was hier geschrieben steht. Er hat sein Leben für mich dahin gegeben.
ich will so gerne mein Leben für ihn hingeben. Hier steht auch geschrieben, dass in 1. Johannes 3,16, weil er sein Leben für uns dahin gegeben hat, sollen wir unser Leben für die Geschwister dahin geben. Und deswegen für ihn, um Christi willen. Die Leute machen sich Sorgen, die Christen, was werde ich machen an diesem Tag, wenn ich so noch so absolut leiden werde, viel mehr als was ich jetzt leide. Wisst ihr was? Wenn wir im Herrn bleiben und unsere Wurzel durch den Glauben immer tiefer in ihm hineinbringen, brauchen wir nicht uns Sorgen zu machen. Lass ich euch trösten. Ihr braucht dies nicht nachzuschlagen. Was hat der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt? Sie werden euch ausliefern, ihr werdet verbannt sein, ihr werdet dann euch bevor der religiöse Leute befinden, vor anderen Leute, und ihr werdet dann die Entscheidung treffen müssen. Werden wir Christus verleugnen und seinen Namen nicht mehr bekennen, oder werden wir uns leiden, möglicherweise gefoltert werden, sterben? Oder werden wir uns weigern? Natürlich werden wir uns weigern. Aber die Leute sagen mir, ich weiß nicht, ob ich es aushalten werden kann, ob ich die Prüfung bestehen werden kann. Natürlich kannst du es nicht selber bestehen. Aber höre, dies ist eine Verheißung. Matthäus 10, 19. Der Herr sagte, wenn sie euch aber ausliefern, und dann wissen die Leute, was ist wahrlich beinhaltet. Um außerhalb des Lagers mit Christus seine Macht zu erleiden, wie er es erlitten hat, um unseren Willen, um seines Vaters Willen. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. So sorgt auch euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Ich bereite meine Predigten normalerweise vor. Ich schreibe. Dann komme ich hier und dann predige ich eine ganz andere Predigt. Aber es ist Gottes Wille, dass ich meine Predigt vorbereite. Ich muss meine Hausarbeit tun. Ich sollte tief in Gottes Wort graben, soll beten. Aber an diesem Tag werden wir nicht brauchen, uns da im Voraus zu überlegen. Was werde ich sagen, wenn ich dann Gottes Wille tun werden muss? Was werde ich dann sagen? Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Aber nicht davor, nicht 5 Minuten davor, in jener Stunde. Jetzt sollst du sagen, Martin Luther, bist du für diese Kirche und für was wir vertreten oder nicht? Hier steeg ich, kann nicht anders. Gott gab ihm die Worte. Er hat gesagt, ich brauche noch eine Nacht. Er war als Mönch, hat er so viel gebetet, so er hat gewusst, was es bedeutet, stundenlang zu beten. Ich werde euch morgen bitte antworten. Die ganze Nacht hindurch hat er gebetet, dann hat er wahrscheinlich noch nicht gewusst, was er sagen musste. Aber als ich bevor diese Leute befand, hier steeg ich, kann nicht anders. Ich darf nicht und ich werde nicht verzichten auf die Wahrheit. Ich werde meinen Herrn Jesus nicht verleugnen, hat er gesagt. Aber es wird uns in jener Stunde gegeben werden, was wir reden sollen. Und dann lesen wir in dem nächsten Vers, Matthäus 10, Vers 20, denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, ist der durch euch redet. Ich finde sie sehr interessant. Dann ist es der Geist eures himmlischen Vaters, der durch euch redet. Er ist nicht nur der Geist des Christus, er ist auch der Geist des Vaters und der Geist, der in uns wohnt, wird uns in diesen Momenten geben, die richtigen Worte. Weil wir uns vorbereitet haben, unser ganzes Leben als Christen lang, indem wir Gottes Wort davor studiert haben, tief gegraben haben und die Schätze entdeckt haben und darüber nachgesinnt haben und Dinge memorisiert haben oder auswendig kennengelernt haben. Dann werden wir wissen. Aber merke bitte, o Christ, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist zu diesem Ziel und Zweck zusammenarbeiten. Der Heilige Geist wirkt, er gibt uns die richtigen Worte da.
Der Vater arbeitet, weil es ist als Geist des Vaters, dass er zu uns so redet und uns sagt, ihr seid jetzt außerhalb des Lagers, ihr werdet gefoltert, ihr werdet es wird ein schwieriges Ergebnis kommen, weil ihr für Christus steht und für Gott deswegen. Weil man kann nicht für Gott stehen, wenn man nicht für Christus steht. Dann redet der Vater durch den Geist zu uns. Die sollt ihr sagen. Der Geist selber redet zu uns. Die sollt ihr jetzt sagen. Aber drittens, der Herr Jesus Christus unterstützt uns dann in unserer Not, er trägt uns und er trägt uns durch. Lass uns Paulus hier als Beispiel nehmen. Ihr kennt ihn doch gut. Aber 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 16. Er sagte, bei meiner ersten Verteidigung, ich musste mich vor dem Kaiser verteidigen, stand mir niemand bei, weil die Geschwister sind feige geworden, sind alle geflüchtet. Sondern alle verließen mich. Alle verließen mich. So feige waren sie geworden. Aber, dann sagt er, es werde ihnen nichts angerechnet. Ich halte dies nicht gegen sie. Ihre Sünden sind von meiner Seite sind ihnen schon vergeben worden, dass sie mich schon im Stich gelassen haben. Aber, Vers 17, der Herr aber handelte ganz anders. Der Herr Jesus stand mir bei. Ich war allein. Die anderen wollten mich nicht unterstützen. Sie hatten so viel Angst für den Kaiser gehabt, weil der Kaiser hat die Macht gehabt, um grausam zu handeln. Der Herr Jesus aber stand mir bei und stärkte mich. In diesem Moment wirst du wissen, der Herr Jesus steht bei dir. Er steht dir bei, er stärkt dich. Du wirst gestärkt sein durch Christus. Damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde. Mit anderen Worten, wir werden nicht aufhören zu reden, bis unsere Zeit auf der Erde vorbeigegangen sein. Wir werden unsterblich sein auf der Erde, nicht weil wir von uns selber aus unsterblich sind, sondern weil er uns unsterblich machen wird. Ihr werdet nicht sterben, bis ihr irdische Bahn bis zum letzten Schritt gerannt sein würde. Und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so würde ich erlöst aus dem Rachen des Lebens. Er wollte nicht sagen, aus dem Rachen des Kaisers. Er hat doch gewusst, man muss vorsichtig sein, was man sagt in der Öffentlichkeit. Er wollte nicht unnötige weitere Probleme für sichzelf bringen. Deswegen hat er einfach gesagt, aus dem Rache des Löwen. Der Teufel geht doch herum wie eine brüllende Löwe und er sucht, wer er verschlingen kann. Dies tut er durch Menschen, wie auch in diesem Fall. Aber wie köstlich, Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit ich meinen Dienst vervollständigen konnte. Dies war seine Gegenwart, was von seiner Zukunft, was für eine Hoffnung hat er für die Zukunft gehabt. 18. Der Herr wird mir auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlischen Reich retten. So sollst du reden. Du sollst nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich die Prüfung bestehen werden kann. Du sollst sagen, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlischen Reich bringen. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber hat Paulus gelitten dann, als er dies geredet hat? Ja, er hat immer mehr gelitten. Aber hat er dies mit aller Begeisterung getan? Lass uns feststellen. Philipper Kapitel 3, Vers 10. Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10 lese ich euch vor. Wenn du deine Bibel gut kennst, beter dan einfach, anders leest u het, wenn u het niet snel maken kan. Philipper Kapitel 3, Vers 10. Ihn, Christus zu erkennen. Aber was gehört dazu?
Nicht Christus nur zu erkennen in meinem Zimmer, wo es mir gut geht und niemand ist gegen mich und ich bin nicht außerhalb des Lagers und ich ertrage nicht, erleide nicht Schmach mit Christus zusammen für ihn. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist, was so christlich ist. Paulus hat die ganze Zeit lang die Kraft Jesu Christi Auferstehung immer besser erkennen. Dies hat er erfahren. Er sorgt dafür, dass seine Kraft, ja die Kraft seiner Auferstehung in mir wirkt und durch mich mit Macht. Weil er hat gesiegt, unser Herr, über den Tod, über unsere Sünden, über unser Sündenschild, über den Brief der Schuld gegen uns, gegenüber den physischen Tod, über den geistlichen Tod, über den Satan, über seine andere böse Geister, über die Welt. Er hat die Welt besiegt in der Kraft seiner Auferstehung. Und jetzt herrscht er und er sagt, der Tod wird nie wieder über mich herrschen und jetzt bin ich für euch verfügbar. Lebe ich mit euch zusammen, begleite ich euch, gehe ich voran, führe und leite ich euch, gebe mein Vater euch durch den Geist die richtigen Worte, aber ich tue dieselbe. Ich sorge dafür, dass ihr Verlangen immer intensiver und größer wird, mit mir zu leiden, während ihr mich besser erkennen und die Kraft meiner Auferstehung genießen. Lass uns weiterlesen, Philipper 13. Um ihn zu erkennen, mit anderen Worten, fortwährend und fortschreitend immer mehr, je länger, je mehr. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, und dann drittens, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Nicht nur Leiden, sondern die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich habe mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft, während ich für ihn leiden, um seinen Willen leiden, für das Kommen seines Reiches leiden und er ist mit mir zusammen, weil er zu diesem Sieg hat er für mich gelitten. Aber dann, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, ich werde seinem Tod gleichförmig. Ich werde letzten Endes für ihn sterben. Wisst ihr, fast all diese Leute, wer war die einzige Ausnahme unter den Aposteln? Jetzt habe ich vergessen. Aber Johannes könnten wir auch nicht definitiv sagen, weil er war auch in einem Topf, kochendes Topf, sag mal, der Topf, in einem kochenden Topf, kochenden Topf hineingeworfen worden mit heißem Öl. Sagen die Kirchengeschichte uns, nicht die Bibel. Aber er hat es überlebt, damit er weiter das Evangelium verkünden konnte. Aber sie sind alle gestorben für Christus. Jakobus ist enthauptet worden. Herodes hat dafür gesorgt. Diese Stimme dürfen die Leute nicht wieder hören. Er redet über Jesus Christus. Er leidet für Christus, sagt er. Er betrachtet dies als vorher. Schwert. Lass uns ihm enthäupten. Und weiter auch. Bitte lasst doch die Gespräche. Ihr stört mich. Und Tatsache ist, Petrus. Und dann habe ich plötzlich im Fall von Stephanus, Paulus ist auch mit dem Schwert getötet worden, denken Sie. Letzten Endes. Und Petrus ist gekreuzigt worden. Und durch die Jahrhunderte hindurch in England sind viele auf dem Brandstapel verbrannt worden für Christus. Heutzutage in vielen Ländern werden sie verbrannt, enthäuptet, erschossen, gefoltert, bevor sie vergewaltigt, die Frauen und die Mädchen. Weil ihr weigert euch, um darauf zu verzichten, um Christus als euren Herrn zu bekennen, als den Erlöser. Aber lasst uns die Kombination mitbekommen, von wie wir die erste Liebe zeigen zum Herrn Jesus. Dies tun wir, indem wir außerhalb des Lagers mit ihm leiden, für ihn leiden.
in Solidarität mit ihm steht. Lass ich euch dies zeigen. Wir haben dies gelesen, aber wir sollen dies betonen heute Morgen in die Kombination. Johannes Kapitel 21. Johannes Kapitel 21. Lass uns ab Vers 15 bis zum Ende von Vers 18 lesen wir. Dreimal fragte der Herr Jesus Petrus: Hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als die anderen? Und jedes Mal hat er gesagt, natürlich, oh Herr. Und jedes Mal, als er gesagt hat, ich liebe dich wahrlich, oh Herr. Er ist betrübt worden nach dem dritten Mal. Höre doch Vers 18, Vers 17. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich habe dies auf keine richtige Weise gezeigt, ich habe dich doch verleugnet, ich war zu feige geworden in dem Hof. Dann hat er Jesus ihn doch angeguckt. Dann ist er herausgegangen, hat er bitterlich geweint. Er konnte es nicht ertragen, dass er so feige war, anstatt für den Herrn zu leiden. Weil er gewusst hat, mein Herr leidet jetzt für mich. Und ich leide nicht, ich habe nicht für ihn gelitten. Oder er hat für mich gelitten, aber ich war zu feige und ich bin geflüchtet und ich habe gelogen und geflucht. Aber der Herr Jesus hat gewusst, Petrus liebt mich wahr. Er hat nur noch die Fülle des Geistes gebraucht. Dies wird er empfangen am Pfingsttag, dann wird er nicht mehr so feige sein. Und danach war er auch nicht mehr so feige, oder? Wie hat er am Pfingsttag gepredigt? Aber jedes Mal, okay, lass uns dies verständigen. Vers 17. Dann war er traurig, weil der Reis ihm für das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann die Antwort: Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Jedes Mal, mit Antworten: Zeige mir, dass du mich liebst, indem du meine Menschen hüten und weiden. Nur diejenigen, die Christi Menschen auf eine besondere Weise dienen, werden sie ihr Leben für die Geschwister ablehnen. Zeigen praktisch, dass sie nicht lügen, wenn sie sagen, wir lieben den Herrn Jesus mehr und unseren Vater mehr als alle anderen. Dies ist die erste Weise, worauf wir unsere Liebe zeigen. Und dies hassen die anderen auch und deswegen können sie es nicht ertragen. Aber dann gibt es auch eine zweite Weise, worauf Petrus zeigen musste. Gemäß Jesu Christi Gebot. Gemäß dem Plan des Vaters. Nicht nur hast du das Vorrecht, den Geschwistern zu dienen, um deine Liebe zu mir zu zeigen, sondern du wirst auch außerhalb des Lagers für mich Leiden meines Macht tragen und du wirst sogar für mich sterben müssen. Lass uns hören. Dies gehört zu dem Kontext. Vers 18, wahrlich direkt danach. Wahrlich, ich sage dir. Petrus hat dreimal bestätigt, natürlich liebe ich dich, oh Herr. Als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. In seinem Fleisch nach wollte er nicht sterben. Unserem Fleisch als natürlich Menschen nach wollen wir nicht sterben. Der Herr Jesus wollte es auch nicht. Oh Vater, gibt es nicht einen anderen Weg? Muss ich unbedingt diesen Kelch trinken, um am Kreuz zu sterben? Es gibt immer diese zweifache Erfahrung. Einerseits, als Mensch, ich muss überleben. Dies hat Gott in uns geschaffen, um überleben zu wollen. Aber andererseits, dann kommt die Kraft Jesu Christi. Dann sagen wir, es gibt aber eine, ich befinde mich jetzt plötzlich auf einem höheren Niveau. Jetzt möchte ich gerne für den Herrn leiden, weil ich bin mit dem Geist erfüllt. Und deswegen, sie werden dich führen, wo du gekreuzigt werden wirst. Dies hat er nicht direkt gesagt, dies hat er gemeint. Vers 19. Dies aber sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen wird. Ist dies nicht auch ermutigend? Wenn wir für den Herrn Jesus gefoltert werden würden und sterben werden, wird es sein in Übereinstimmung mit Gottes ewigen Plan.
Deswegen ist dies zu ihm geweissagt worden. Durch welchen Tod er Gott dem Vater verherrlichen wird. Und nachdem Jesus oder er das Petrus gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ja, du wirst mir nachfolgen und deswegen wirst du leiden. Deswegen, wegen der Tatsache, dass du mir in allen Dingen nachfolgen wirst, wirst du letzten Endes sterben. Für mich. Die Leute, die Christus nachfolgen, leiden alle für ihn, obwohl nicht alle für ihn getötet werden. Aber alle leiden mit ihm und für ihn außerhalb des Lagers. Und dann wollte Petrus plötzlich wissen, was von Johannes. Dann sagte der Jesus, dies ist nicht deine Sache. Deine Sache ist, du folgst mir nach. Aber die Kirchengeschichte, nicht die Bibel, lehrt uns, dann kamen sie zu Petrus als alter Mann. Du hast deinen Herrn gedient, du hast uns das Evangelium verkündigt, jetzt brauchst du belohnt zu werden. Wir belohnen dich mit dem Tod. Du hast gehandelt, wie dein Herr gehandelt hat. Was ist mit ihm stattgefunden, als er das Evangelium verkündigt hat? Als er sich selbst als den Erlöser verkündigt hat? Als er den Namen seines Vaters den Menschen offenbart hat? Er ist belohnt mit Folter, gefoltert werden und sterben am Kreuz vor Gott. Du sollst auf ähnliche Weise sterben. Dann nahmen sie ihm zu einem Kreuz. Jetzt wirst du sterben. Du wolltest ihm dienen, jetzt wirst du belohnt. Das Ergebnis von deinem Handeln kommt jetzt. Dann sagen sie, hat er so geantwortet, dies tue ich gerne. Dies ist mein christliches Vorrecht. Aber ich habe nur eine Bitte. Bitte tue mir einen Gefallen. Kopf nach unten, Füße nach oben gekreuzigt. Möchte ich werden? Ich bin jetzt nicht würdig, wie mein Herr in Herrn Jesus gekreuzigt wird. Dies hat er doch nach Pfingstag gesagt, erfüllt mit dem Geist. Und wisst ihr was? Dieses Verlangen werden wir spüren, während wir in dieser Zeit sein werden. Aber eigentlich sollen wir dieses Verlangen jetzt schon spüren. Etwas ist völlig verkehrt, wenn wir völlig schief gegangen, falsch gelaufen, wenn wir nicht dieses Verlangen jetzt schon spüren. Wenn wir uns nicht jetzt darüber freuen, wenn wir für den Herrn leiden. Dies soll unbedingt stattfinden. Weil so zeige ich meine Liebe. So versteht ihr, die erste Weise, wo ich meine Liebe zu meinem Jesus zeige, ist, ich diene seinen Menschen, es kostet mir mein Alles. Aber zweitens, leide ich für ihn, bin ich bereit für ihn gefoltert zu werden, außerhalb des Lagers für ihn und mit ihm zu leiden. Und wenn ich so sein müsste, dann werde ich auch für ihn getötet werden. Aber dies ist die Weise, die Kombination. Wir können unsere Liebe zu meinem Jesus auch auf diese Weise zeigen und sollen es auch tun. Die Leute, die nicht dies tun, zeigen überhaupt nicht, dass sie den Herrn Jesus lieb haben. Sie haben ihn nicht lieb. Sie sind falsche Christen. Dies gehört dazu. Geliebte des Herrn, was haben wir in 1. Petrus Kapitel 4, in Offenbarung Kapitel 1 und Vers 9. Obwohl es so sein könnte, dass er nicht für den Herrn getötet worden ist, hat er so viel gelitten. Aber was hat Johannes als Apostel gesagt, als er am Tag des Herrn, an dem sogenannten Sonntag, aber eigentlich am Tag des Herrn Jesus im Geist war, erfüllt mit dem Geist auf dem, was sagt man für ein Island? Auf den Insel war Patmos, weil er dort dazu verbannt worden ist, war. Hör doch, o Christ, wie er geredet hat. Gemäß Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Brüder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes
Zentrum des Zeugnisses Jesu Christi willen. Er hat so viel gelitten, verbannt außerhalb der Gesellschaft, außerhalb des Lagers. Du darfst nicht unter deinen Freunden sein, deinen Geschwistern sein. Du hast deinen Namen zu häufig, zu viele Male verkündigen. Und deswegen, aber er sagte, ich bin nicht alleine, liebe Geschwister. Ich, Johannes, der ich auch euer Brüder bin und mit euch Anteil habe, an der Bedrängnis. Wir haben alle miteinander Anteil an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Alle drei diese Dinge. Und dies um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen. Vergesse davor, dies zu entkommen. Wenn du dies entkommen würdest, wirst du in die Hölle gehen. Und auf ewig dort gefoltert werden. Alle, die dies entkommen, haben nicht ihr Leben Gott und Christus wahrlich übergeben, dahin gehen. Und sind doch verloren. Der Herr Jesus hat doch gesagt, bevor sie uns töten, wenn sie uns überhaupt töten werden, verfolgen werden sie uns auf jeden Fall. Physisch töten, verlieren wir auf jeden Fall unser Leben, indem wir unser Leben Jesus Christus übergeben. Mein Leben gehört dir, mein Leben gehört an meinem Vater. Meine Gedanken, meine Energie, meine Kräfte, alles. Und deswegen leide ich um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Aber was für köstliche Ergebnisse erfahren wir da? Wir erfahren, dass unser Vater wird dadurch gefallen. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Aspekten des Ergebnisses, wenn wir so außerhalb des Lagers mit unserem Herrn Jesus und für ihn und für den Vater leiden. In Übereinstimmung mit Gottes Plan und Wille. Lass uns noch ein Beispiel erwähnen. Offenbarung, Kapitel 2 und Vers 10. Die Gemeinde von Smyrna. Es gab einen Pastor in Smyrna, ein geistlicher Leiter. Und er ist getötet worden für den Herrn. Aber was hatten die anderen auch gehört? Ein Auftrag kam von Christus. Dies ist ihnen zugeschickt worden in einem Brief, in dem Brief von Johannes zu dieser Gemeinde. Sie schreiben an die Gemeinde von Smyrna. Okay, Vers 10. Was sagte Jesus Christus ihnen? Fürchte, oder er hat in Einzahlsform geredet, weil er hat zur Gemeinde geredet. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Du wirst definitiv und bestimmt viele Dinge erleiden. Weil Christus hat für dich geredet. Aber fürchte nichts von dem. Wir dürfen keine Angst haben. Keine Furcht, die sollen wir besiegen. Jetzt kommt es. Siehe, noch eine Weissagung. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Nicht nur den Pastor wird leiden und ins Gefängnis sein und letzten Endes getötet werden, sondern auch mehrere von euch. Damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Diese 10 Tage, es geht um ein symbolisches Zahl, nicht um eine wirkliche 10 Tage. Fast alles in Offenbarungsbuch ist symbolisch gemacht. Aber jetzt kommt es, sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und der Herr sagt uns, sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des Lebens bedeutet, ich werde ewiges Leben haben. Immer noch in dem Himmel. So die Leute, die nicht bis in den Tod getreu bleiben, dem Herrn Jesus gegenüber treu bleiben, während er so gefoltert wird, er plötzlich sagt er, okay, ich verzichte darauf. Jesus ist nicht mein Herr. Ich verleugne ihn nicht. Höre einfach nur bitte auf, mich so zu foltern. Dann wird er nicht die Krone des Lebens empfangen von meinem Jesus. Dies bedeutet, er wird in die Hölle gehen. Er wird kein ewiges Leben in dem Himmel erfahren. Die Leute, die nicht mit standhaften Aussagen weitermachen bis zum Ende, werden sie für den Herrn leiden, gehen in die Hölle. Alle die Feiglinge. Deswegen lesen wir später im Offenbarungsbuch, die Feiglinge sind alle außerhalb der Stadt. Außerhalb des neuen Jerusalems. Alle die Feiglinge.
Der Heilige Geist macht uns tapfer. Und wir leiden gerne für den Herrn. Aber jetzt kommen wir zu etwas anderes, der auch so schön ist. Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12. Vers 11. Ich lasse jetzt meine Notizen, weil ich habe keine Chance. Offenbarung Kapitel 12. Und merke, oh Christ, wie der Teufel uns hasst. Er klagt uns in unseren Gedanken an, in unseren Herzen, in unserem Gewissen. Er klagt uns vor Gott an. Höre doch Vers 10. Und ich höre eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, den hinabgestürzt wurde, der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. So hat er Job auch verklagt. Du sollst ihm strafen, er hat nicht richtig gehandelt wieder, sagt der Teufel. Aber jetzt kommt einer der schönsten Versen in der ganzen Bibel, meiner Meinung nach. Vers 11, und sie haben ihn überwunden. Ach, Geliebte, jeder Christ wird ihn praktisch überwinden, weil wir haben ihn schon überwunden. Um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt, bis in den Tod. Okay, zuerst. Sie haben den Feind überwinden um des Blutes des Lammes willen. Warum? Weil sie hatten sich geweigert, aufzuhören, über das Blut, dieses Blut zu reden. Die Leute, die nicht über das Blut des Lammes reden, haben ein Problem. Weil nur aufgrund dieses Opferblutes sind wir gereinigt worden, können die anderen auch gereinigt werden. Aber ich denke, es gibt eine andere Bedeutung auch. Weil, habt ihr schon daran gedacht? Jetzt denke ich für das erste Mal daran. Was haben wir in Vers 11? Vers 10. Wir reden von der Verkläger. Er verklägt, sag mal verklagt. Er verklagt uns vor Gott in unserem Gewissen. Dann fragen wir, sollen wir uns schuldig, so schuldig fühlen, dass wir sagen, wir sollen aufhören für den Herrn zu arbeiten. Wir haben den Mut verloren. Nein. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes. Das Blut des Lammes sorgt dafür. Dies ist unsere Waffe. Wenn wir uns schuldig fühlen und unreines Gewissen geworden sind. Das Blut des Lammes reinigt mir wieder von all meinen Sünden. Ich habe wieder ein reines Gewissen. Ich mache einfach deswegen weiter mit dem Herrn in aller Freimütigkeit, um weiter für ihn zu leiden. Auch weil ich da über dieses Blut rede. Weil dies hasst der Feind. Deswegen werden wir außerhalb des Lagers für ihn leiden. Wegen der Tatsache, dass wir nicht auf die Botschaft über dieses Blut verzichten. Zweitens, um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Was bedeutet dies? Zwei Dinge, glaube ich. Erstens, sie legten Zeugnis über den Herrn Jesus ab. Er ist für die Sünder gestorben. Er hat für sie gelitten. Er ist für sie auferweckt worden aus dem Grab. Er ist für sie eingesetzt worden zum Rechten des Vaters. Er hat jetzt und er kann dich retten. Wir legen über den Herrn Jesus Zeugnis ab. Was er getan hat, was er immer noch macht. Auch gemäß Apostel 5,31. Er ist eingesetzt worden in dem Himmel, um Israel Buße und Vergebung der Sünde zu schenken. Er schenkt die Buße, damit wir Vergebung empfangen können. Dann empfangen wir in der Tat die Vergebung. Wir legen über ihn Zeugnis ab. Als der gekreuzigt, als den Auferstanden, als den Herrschenden, als den erlösenden Herrn. Deswegen sagen sie, wir werden euch töten. Aber wir legen auch auf eine andere Weise, auf eine zweite Weise von ihm Zeugnis ab. Ich habe ein persönliches Zeugnis. Jeder Christ hat ein persönliches Zeugnis. Die anderen Christen sind falsche Christen. Bloße Augen bekennen. Davor war ich verloren. Danach war ich völlig anders. Gott, mein Vater und der Herr Jesus durch das Wirken des Geistes, sie haben mich völlig umgewandelt. Wie mein Herr Jesus auszusehen. Zu sein, wie er ist.
Und dies hassen die Menschen, wenn wir ihnen sagen, wisst ihr was? Weißt du was? Er hat mich ganz neu erschaffen. Dann denken sie, wie vermessen ist diese Person? Und so über den Herrn Jesus, als ob ich ein schlechter Mensch bin. Sie wollen mich sie nicht für schuldig fühlen. Weil sie wissen, sie haben kein Zeugnis von einem übernatürlichen Werk des Heiligen Geistes. Er hat uns völlig neu erschaffen. Wir erspüren die Liebe. Wir genießen die Gemeinschaft mit ihm. Wir haben die Fähigkeit, sein Wort zu begreifen, zu genießen. Wir leben in seiner Kraft. Christus wohnt in uns, lebt durch uns, schafft die Dinge durch uns. Und wir leben in der Kraft seiner Auferstehung. Dies konnten wir nicht vorher tun. Und deswegen hassen sie uns noch mehr, verfolgen sie uns noch mehr, leiden wir noch mehr. Und drittens, oder letztens, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in dem Tod. Dies ist der große Sieg. Der endgültige Sieg für diese Weltzeit. Christen, die bis zum Ende mit standhaften Ausharren weitergemacht haben. Okay, tönt mich ein. Ich verzichte nicht darauf, Jesus Christi Namen zu bekennen, und dass er mich umgewandelt hat und dass er euch auch umwandeln kann. Dies hat Stephanus getan. Die hat so viele der Martyrer getan. Und wisst ihr, dadurch hatten sie Gott so verherrlicht als Vater. Womit haben wir heute Morgen angefangen? Wir haben damit angefangen, er will Söhne haben. Danach sehnt sein Herz sich als Vater. Sein Vater, der sich am meisten. Heilige Söhne vor mir und für mich. Dann sind wir am heiligsten. Dann sind wir am vollständigsten getrennt von der Welt. Dann sind wir völlig anders als die Welt. Weil ich gebe euch eine Garantie. Jeder Martyrer hat dies bekannt gegeben, als sie noch reden konnte, solange sie noch reden konnte. Dann hat die Welt keine Chance mehr gehabt. Die Bibellehrerin Johannes hat gesagt im 1. Johannesbrief: Liebe nicht, o Geschwister, die Welt und die Dinge, die in der Welt drin sind. Weil, wenn die Liebe der zur Welt in jemand ist, ist die Liebe des himmlischen Vaters nicht in ihm. Wir kämpfen mehrmals damit. Der Teufel kommt immer wieder. Ja, du sollst die Wellen an den Stränden von Südafrika lieben. Oder andere Leute lieben Pornografie. Und du sollst dies tun. Du möchtest ein schönes Haus bekommen. Liebe dein Haus. Und dies ist doch ein Kampf, um nichts in der Welt zu lieben, oder? Die Welt zu brauchen, als ob wir die Welt nicht besitzen, dies bleibt unser Kampf. Aber lasse ich euch eine Garantie dafür geben. Wenn du an dem Bramstapel sein würdest, wirst du keine Liebe zur Welt mehr spüren. Du wirst wissen, jetzt bin ich mit dem Herrn, bevor ich zu ihm gehe. Weil dann wird der Geist des Vaters so durch dich reden. Du wirst so wie Stephanus erfüllt sein mit dem Geist. Gemäß 1. Petrus 4,14 wird der Geist Gottes, ja, der Geist der Herrlichkeit auf dich ruhen, weil du für den Namen des Herrn Jesus leidest. Der Geist der Herrlichkeit wird dann auf dich ruhen. Wer geruht hat auf Silas und Paulus, als er im Gefängnis war, in dem Gefängnis in Philippi. Ihr kennt noch die Geschichte. Wir haben mehrmals darüber geredet und dies gelesen. Dann spüren die Leute schon den Himmel. Ich kann das Wohlgeruch des Himmels schon spüren, haben sie gesagt. Es ist also, als ob ich schon beim Herrn Jesus bin. Weil, wie Stephanus, sehe ich ihm in seiner Herrlichkeit, der Herr Jesus ist doch aufgestanden. Und er hat ihn gesehen am Rechten des Vaters, der verherrlichte, herrliche Christus. Ich stehe auf von meinem Thron, du bist der erste Martyrer, ich heiße dich herzlich willkommen. In Kürze wirst du bei mir sein, in ein paar Minuten wirst du gesteinigt und getötet sein. Aber ich stehe auf um dich hier, ich ehre dich, wie mein Vater dich ehre. Weil wir lesen in Johannes 12, der Vater ehrt jede Person, die für den Herrn leiden, aus reiner Liebe zu ihm, aus reiner Liebe zu seinem Vater. Dann sehen wir Christus in seiner Herrlichkeit wie nie zuvor. Wir kämpfen, es ist ein Kampf, um Jesus Christus in seiner Herrlichkeit zu sehen.
wenn wir nicht so stark leiden, intensiv leiden, wir sollen doch gemäß Johannes 2. Korinther 3, 18 ihm sehen in seiner Herrlichkeit. Aber garantiert wirst du dann ihm in seiner Herrlichkeit schauen, während du für ihn gefoltert werden wirst. Wie nie zuvor. Dies wird das Zeichen sein, in Kürze wirst du beim Herrn sein. Ridley hat seinen Freund gesagt, als er an dem Brandstag beschäftigt war, zu brennen, hat er gesagt, ach mein Bruder, wir leiden für den Herrn, wir zünden eine Flamme an hier in England und es wird brennen und brennen und brennen. Der Feind wollte uns verhindern, aber viele werden unser Vorbild nachfolgen, sei tapfer und mutig mit mir. Und sie waren so gebrannt, die Beine sind verbrannt worden, zu Asche verbrannt worden. Aber dann sangen sie noch ein Jubellied, ein Loblied, und dann starben sie so. Dann wirst du Christi Herrlichkeit spüren wie nie zuvor. Dann stellen wir dem Herrn zufrieden, unserem Vater gefallen wir dann wie nie zuvor. Weil, was mir nie gesagt hat, woran hat Gott so viel gefallen? Es gibt drei Willen im ganzen Universum. Gottes Wille ist Nummer eins. Es gibt einen zweiten Wille in dem Universum, nämlich es gibt, sagt man, der Wille des Satans. Ich bin gegen Gott. Ich stehe gegen ihn. Und die anderen sagen auch, wir stehen gegen ihn. Aber dann gibt es einen dritten Wille, nämlich die Menschen, die umgewandelt worden sind. Die sagen, wir dienen ihm mit aller Macht und Kraft. Und dies ist unser christlichstes Vorrecht. Wir spüren seine Freude, seinen Frieden. Er ist mit uns, er steht uns bei. Er trägt uns und er trägt uns durch. Er gibt uns die richtigen Worte. Und wir lieben unsere Feinde, wie Stephanus dies getan hat. Und wir beten für sie, wir treten für sie ein, während sie uns foltern und töten. Und auf diese Weise begegnen wir unserem Herrn und empfängt er uns in dem Himmel, bevor wir noch unsere verheiligten Leiber empfangen werden. Ach, Geliebte des Herrn, Watchman hat gesagt und er hat recht gehabt. Dadurch wird unserem Vater am meisten und am vollständigsten gefallen. Daran hat er am meisten ein Wohlgefallen. Leute, die so völlig getrennt worden sind von einer Selbstliebe, von Egoismus, von der Liebe zur Welt, in solchen Momenten sind sie völlig für den Herrn. Ist der Kampf fast vorbei? Es ist, als ob wir schon in dem Himmel sind. Spurgeon hat doch so eine große Gemeinde von so vielen Tausend gehabt. Und viele Leute sind später alt geworden. Dann sind er zu ihnen gegangen in ihren Häusern. Mein Bruder, du wirst in Kürze sterben. Er sagte auf Englisch, Brothers, I tell you, our people died gloriously. Sie haben in so viel Herrlichkeit sind sie gestorben. Ich war dort, der Bruder hat gesagt, ich gehe zu meinem Herrn. Er ist gegenwärtig, ich spüre seine Kraft, seine Herrlichkeit, ich sehe ihn. Ich bin fast schon in den Himmel hineingebracht worden. Dann dienen wir ihm wie nie zuvor. Und der Vater sagt, dies ist, was ich vom Anfang an haben wollte. Leute, die völlig für mich sind, völlig getrennt von der Sünde, außerhalb des Lagers, völlig nur für mich und für meinen Sohn. Und ihr Wille ist nur, wir wählen dich, oh Vater. Wir wählen deinen Wille mit aller Macht, mit allem göttlichen Eifer. Oh, was für ein Sieg. Der Satan kann uns nicht so weit kriegen da. Um uns traurig zu fühlen, dass wir so leiden, weil die dann plötzlich erfahren, spüren wir dies als unser christliches Vorrecht. Betrachten wir dieses Vorrecht so. Schätzen wir dieses Vorrecht dann so. Und lass uns abschließen mit Hebräer Kapitel 13. Dann sind wir völlig weltfremd geworden. Jetzt sind wir nur teilweise weltfremd geworden. Höre doch, Vers 13 und dann 14. Die Verknüpfung hier. So lass uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Macht tragen oder erleiden. Vers 14, denn wir haben hier in dieser Welt keine bleibende Stadt, sondern wir die zukünftige Stadt suchen wir. Was tut man, wenn man mit allem Eifer eine Stadt sucht? Man sagt, ich will so gerne in diese Stadt hinein. Ich tue dies mit allem Eifer. So bin ich nicht. Ich bin eigentlich nicht für die Städte, diese Welt. Ich hasse fast alle Städte.
Aber der himmlische Staat, sie ist die Stadt. Die himmlische Stadt hasse ich nicht. Ich suche diese Stadt. Mein Herz begehrt nach diesem Stadt. Warum bin ich nicht für die Städte? Ich möchte an einem ruhigen Ort wohnen, wo nur 30 Leute sind. Aber ich leide einfach und ich verzichte darauf. Ich lebe, wo es so viel Elektrosmog gibt, damit ich die Leute, den Leuten dienen können und helfen können. Aber ich mag Heilbronn nicht, überhaupt nicht. Ich bin von Heilbronn überhaupt nicht begeistert, wie auch von anderen Städten nicht begeistert. Ich bin von keiner Stadt in der Welt begeistert. Aber von der zukünftigen Stadt bin ich so absolut begeistert, wie die anderen Gläubigen von damals. Hier sind wir nur Fremdlinge und Pilger und wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen mit Macht und Kraft und mit allem Eifer die zukünftige Stadt, wo wir mit Christus und Gott wohnen werden, als Bürger von Gottes Reich und Christi Reich, wo wir ihm vollständig dienen werden, genießen sie, ihm und sein Vater völlig genießen werden. Den größten Dienst für ihn machen werden. Ja, wenn wir so leiden, so gefoltert werden, dann wissen wir, unsere Sehnsucht nach der zugunstigen Stadt ist viel vollständiger geworden und intensiver als je zuvor. Dann kommt noch etwas dazu. Zwei Arten von Opfer. Lass ich dies predigen, obwohl es ein bisschen länger dauert. Vers 15. Durch ihn lass uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Mehrere Christen haben mir gefragt. Ich habe gefragt, ich möchte dich tadeln. So leicht tadeln in aller Freundlichkeit und Liebe. Warum hast du nicht laut gebetet? Aber Johann, ich kann auch leise beten. Eigentlich nicht. Es steht dir geschrieben, nicht nur leise. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und in dem Kontext hier, wir bekennen seinen Namen, wir loben ihn, wir anbeten ihn, während wir für ihn leiden und gefoltert werden. Dies hatten sie alle gemacht. Die beschäftigt war für ihn zu sterben. Ein Opfer des Lobens, weil dann ist es wahrlich ein Opfer. Ein Opfer kostet man alles. Die armen Tiere, es hat ihnen ihr alles gekostet. Das Tier musste sein Leben geben. Für das Wohlgeruch vor Gott zu kommen. Wir lesen von keinem Brandopfer mehr im Neuen Testament. Dies besteht nicht mehr. Kein Christ musste ein Brandopfer bringen mehr. Weil dies wäre eine Beleidigung in aller Vermessenheit Christus gegenüber, weil er hat das endgültige Brandopfer gebracht. Wir lesen doch hier in Vers 10, was lesen wir? Wir haben einen Opferaltar. Was für ein Opferaltar haben wir? Kein physischer Opferaltar. Jesus Christus ist der Altar, ist das Altar. Der Altar. Zweitens ist hier auch das Opfer auf dem Altar. Er ist für uns dort verbrannt worden unter Gottes Zorn. Nicht wordt wirklich verbrannt, verbrannt in dem Sinn, dass er so gelitten hat. Und dies war so ein Wohlgeruch vor Gott. Und deswegen hat er den Preis völlig vollständig, sind wir gemäß Hebräer 10, Vers 10 und 14, ein für allemal vollkommen gemacht worden durch, aufgrund Jesu Christi, Opfer an unserer Stelle. Es gibt kein Brandopfer mehr übrig. Es bleibt nur über zwei andere Arten von Opfer für uns, die wir Gott darbringen sollen, als Vater und als Sohn. Dies ist, sie heißen Rauchwerksopfer, was sagt man? Geruchsopfer oder Rauchwerksopfer. Und zweitens Getränkeopfer. Paulus hat gesagt, mein Leben wird wie ein Getränkeopfer ausgegossen, während ich für den Herrn leiden euren Willen. Außerhalb des Lagers leide ich mit ihm. Aber während wir in dieser Zeit so leiden, verzichten wir nicht darauf, mein Opfer, unsere Lippen da zu bringen, damit die Leute dies hören. Wir bleiben für ihn da. Wir benutzen unsere Lippen für ihn. Wir sind keine stumme Christen. Und die Leute sagen, dies ist aber merkwürdig, dass Leute so reden können, während sie so leiden. Wisst ihr, wie wir Gott dadurch gefallen? Dies sind Opfer, wodurch wir ihn absolut gefallen. Wir bekennen seinen Namen in der Öffentlichkeit, werden wir für ihn leiden, aber dann noch ein letztes Opfer, damit schließe ich ab. Vers 16, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Wow. Ja, wir sollen den Geschwistern, die Geschwister in allen Dingen unterstützen.
In allen Dingen sollen wir ihnen helfen. In Solidarität mit ihnen stehen. Es gab Brüder, die ihr Leben gewagt hatten, um zu Paulus ins Gefängnis zu kommen, um ihm seinen Mantel zu geben und seine Buchrolle. Zu wem hat er dies wieder gesagt? War es nicht Timotheus? Timotheus. Er hat sein Leben gewagt. So viele hatten ihr Leben gewagt für Paulus. Aber dies war, sie hatten wohlgetan und mitgeteilt, was sie hatten. Und da, wir sollen fortwährend wohltun aneinander und einander in alle Dinge mitteilen. Aber wenn wir so gefoltert werden, dann treten wir noch besser ein. Dienen wir den Geschwistern noch besser, weil dann bekommen sie ein gutes Vorbild. Dann bekommen wir Mut. Die anderen auch. Und Gott hat einen absoluten Wohlgefallen an solchen Opfern. Lass uns doch diese Opfer darbringen aufgrund des Opfers Jesu Christi als Brandopfer. Unsere Opfer, die wir bringen, diese zwei Arten von Opfer, von Verse 15 und 16, dadurch gefallen dir wir absolut. Aufgrund der Tatsache, dass du das Opfer deines Sohnes, das Brandopfer deines Sohnes, akzeptiert hast, als völlig ausreichend. Und weil Gott der Vater das Geruch des Opfers des Christus als Brandopfer riecht, die ganze Zeit lang, riecht, sagt er, euer Opfer gefällt mir. Weil ihr Opfer kommen nicht ohne, dass ihr Opfer vermisst wird, sind zu mir in den Himmel, sondern damit vermisst. Geliebte, es ist so köstlich, das Vorrecht, unserem himmlischen Vater so zu gefallen, gemäß seinem Verlangen, wovon wir gelesen haben in Epheser Kapitel 1, Verse 4 und 5. Um unserem Herrn Jesus so zu verherrlichen. Und dann auch Gnadenlohn für die Zukunft zu sammeln. Ich muss einfach aufhören. Ich habe keine weitere Wahl. Aber lass uns doch, Geschwister, tun, was hier geschrieben steht. Während wir mit Absicht und mit aller Entschlossenheit zu ihm hinausgehen, zu diesem Jesus-Mensch, um außerhalb des Lagers mit ihm zu leiden. Ausgeworfen aus der Gesellschaft dieser Welt, bringen wir diese Opfer da, sind wir weltfremd geworden, spüren wir seine Herrlichkeit wie nie zuvor, lernen wir ihn immer besser kennen wie nie zuvor, immer schneller, immer vollständiger und sammeln wir Gnadenlohn für die ewige Zukunft. Gewinnen wir auch mehrere Menschen für den. Lassen Sie doch tun, dieses Handeln. Aber jetzt ein letztes Wort, was von dir? Bist du möglicherweise hier als Mensch, der uns sagt, Johann, du hast eine lange Predigt hier gemacht, aber viele Dinge haben mir ein bisschen fremd geklungen. Die Botschaft hat sich ein bisschen fremd angehört. Was meinst du alles? Du klingst sektarisch. Du klingst, als ob du sehr emotionell bist. Du liebst den Herrn Jesus und den himmlischen Vater auf eine neue Weise. Er hat ein übernatürliches Werk in deinem Leben getan, Johann. Du sagst, er hat dir gezeigt, dass er sein heiliges Blut für dich vergossen hat. Er hat dir Buße geschenkt. Er hat dir vergeben, als du mit wahrer Buße reue Buße getan hast. Du hast ihm auch als das Leben empfangen. Du sagst, jetzt ist alles anders. Mit dem Herrn Jesus, mit dem Vater zusammen. Genieße ich das Licht des Lebens und mache ich einen Dienst für ihn. Ja, von so einem davor und einem danach kann ich nicht reden. So eine Geschichte habe ich nicht. Weißt du was? Du darfst es erfahren. Der Herr sagte, alle, die mühselig und beladen sind, komm zu mir. Komm her zu mir und ich werde euch erquicken. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Lass er dich neu erschaffen. Niemand hat sich noch darüber bereut, dass er den Herrn Jesus gefunden hat, kennengelernt hat und dienen darf auch sein himmlischen Vater, oder? Wir sind froh und dankbar. Wir staunen immer noch Jahre danach, nach 50 Jahren. Ja, staune ich immer noch über, wie köstlich es ist, wie wunderbar. Und du wirst es auch sagen. Bitte, wir sind bereit, mit dir zu reden, dir zu helfen, dem Herrn Jesus auch kennenzulernen. Verzichte nicht auf das Vorrecht. Anders wirst du auf ewig verloren bleiben, gehen und auf ewig gefoltert werden in der Hölle.
leide er mit dem Herrn Jesus sein Schmach. Er leide er sein Schmach mit ihm außerhalb des Lagers. Dies dauert nur eine kurze Zeit, aber dies ist ein köstliches Vorrecht. Dann wirst du auf ewig mit ihm Frieden genießen, Freude in seine ewige Gegenwart. Soli Deo Gloria! Amen! Amen.